erzähle den Leuten jetzt mal, wie es hier eigentlich lang geht in Berlin, in meinem Leben. Ja, sehr kann man ja lange drüber philosophieren, haben wir auch getan im Urlaub, haben wir Nächte uns um die Ohren geschlagen, ja, mit dem Ergebnis, am Schluss ändert sich sowieso nichts. Alles ohne Perspektive, Alter. Ist doch krass. Philosophiert man über Lebenskunst. Ja, das ist echt irgendwie Hammer. Kommst du konkret an in Berlin? Bist du erwacht aus einem Traum? Ab in die Realität. Naja, was soll's. Jedenfalls weiß ich auch nicht genau, warum ich eigentlich rauche, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen Ersatz für manche Dinge, die fehlen im Leben. Und warum mache ich das eigentlich jetzt hier? Warum quatsche ich hier eigentlich die Leute voll? Naja, ganz einfach. Weil jeder mal darf. Verdammte Axt. Jeder verdammte Idiot darf heute was sagen. Dachte ich mir, setze ich mich einfach mal vor die Kamera und quatsch mal ein bisschen was. Einfach nur Stussgebrabbel. Machen sie ja alle. Politiker, Wirtschaftsleute. Mit dem Unterschied, die haben das Geld und, naja, teilweise auch die Macht. Meine Versuche, von der richtigen Kamera zu sprechen, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber, naja, versuche ich einfach mal. Hallo. Hallo. Der Klassiker, Verdrängung. Verdrängung habe ich heute Morgen auch geübt. Verdrängung mit den scheiß Problemen, meine Diplomarbeit zu schreiben, ohne Perspektive, Diplomarbeit schreiben, ist doch Kacke. Aber ich werde die schreiben und dann werde ich mich einfach aufmachen, Berlin verlassen. Weil was soll ich hier? Ist ja Gauenstadt. Geh lieber irgendwo hin, wo es weiß ist beispielsweise. Beispielsweise wäre eine Lösung, halbes Jahr Skilehrer. Ein halbes Jahr Surflehrer. Ja, nun werden sich einige wundern, wenn sie sehen, vielleicht sind es ja wieder sogar die Spionageagenten. Die sollen ja auch da sein, so ähnlich wie die Stadtsicherheit. Das Internet ja auch durchforstet. Jetzt kommt meine Schwester. Ich fasse dich, die Alte. Wo mit meiner Schwester zusammen? Hallo. Wir drehen gerade einen Film, Julia. Fremde Menschen. Na? Na. Mario. Salut. Und meine Schwester kommt gerade vom Very Very Busy Tag für 1000 Euro, ackert sie wie ein Tier, macht nebenbei noch eine Weiterbildung, alles auch mit einer gewissen Perspektive, aber ja, ehrlich gesagt, habe ich wieder 3 Minuten rumgebracht, viel gelabert und doch nichts verändert.